Wir sind dann heute bei der Familie Knittel, neben mir der Toni Knittel, ein begeisterter Hobbymaler und Krippenbauer. Und das werden wir einfach stören. Toni, wie lange malst du schon? Malen tue ich eigentlich schon seit Kindheit. Das heißt in der Volksschule. Da hat mich eigentlich schon das Malen sehr interessiert und fasziniert. Und nachher ist schon mal eine Krippenausstellung gewesen in der Volksschule, da kann man noch gut erinnern. Da haben wir im Malkurs ausgeritten, hat es geheißen, so, jetzt gehen wir Krippen schauen. Und so viel man noch erinnern kann, war ein gewisser Gucker mit einer riesengroßen Krippe in der Volksschule. Mhm. Und der hat zwei Treffen gehabt und das Licht spielt gewaltig. Auf alle Fälle als Kind oder als Bub war ich so fasziniert. Und man denkt, das probierst du jetzt, jetzt tust du auch Krippen bauen. Ich habe Krippen gebaut, natürlich. Zu der heutigen Bauweise kann man vergleichen. Da hat man halt vom Wald Wurzel geholt, Stirner geholt, mhm, ein fletschnasses Moos, Ziefer hast mit Hornzart, wie es halt seiner Zeit war. Und was mich jetzt fasziniert, von den ganzen Materialien her, ist die Bauweise. Es hat sich wahnsinnig viel auf dem Sektor, hat sich natürlich da getan. Und wenn ich ehrlich bin, ich tue weiterhin mal, da sehe ich jetzt mal gerade für einen Kollegen da einen Krippenhintergrund. Die Krippe kommt auf Vorderwand. Das Malen wäre ich drauf her. Es ist für mich genauso schön ausgleich wie das Bauen. Nur, mir hat der Krippenvirus momentan gepackt. Wie lange bist du eigentlich bei so einer Krippe, die eine, die wir da bei dir im Wohnzimmer gesehen haben, die Tempelkrippe, irrsinnig aufwendig? Wie lange bist du dran beim Arbeiten? Wenn ich ehrlich bin, ich schreibe keine Stunde auf. Ich möchte sogar nicht wissen, es ist wahnsinnig viel Herzblut dabei, muss ich dazu sagen. Ja, wahrscheinlich kann man so was nicht fertigstellen. Man, es geht nicht weiter auf morgen. Nein, ich muss die Anliegen, Reinhard, ich weiß es nicht. Figuren, hast ganz eine spezielle, gerade nochmal auf die Tempelkrippe zurückzukommen, das sind ganz eigene Figuren, die da hast. Von woher kommen die? Die kommen von Sizilien, das heißt, das sind Trippi-Figuren. Das sind Figuren, der Korpus ist aus Ton, mhm, und die werden noch mit Stoff überzogen, also bekleidet. Mhm. Und das, was das muss ich denke, vom Stoff selber, die Bearbeitung selber her, ist glaube ich ein eigenes Verfahren, weil es wurde nachher steif und nachher noch handbemalen. Es sind alles Unikate, also man hat die Sicherheit, dass man keine zweite Figur jetzt noch mal irgendwo sieht. Die ganz spezielle Krippe, die wir auch noch sehen, ist eine Kastenkrippe. Richtig. Von wo kommt die eigentlich her? Kastenkrippe hat es immer schon gegeben, aber jetzt in der Bauart, wie es jetzt da ist, das ist eine klassische Winterkrippe, mhm, also Kastenwinterkrippe. Was mir zu Ohren kommt, ist verstärkt wieder aus dem Pitztal. Mhm. Sollte, ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, wieder vermehrt gebaut werden. Nur das Bauen selber bei einer solchen Krippe ist an und für sich schwieriger als bei einer freistehenden Krippe, weil natürlich die Perspektive, mhm, und alles muss natürlich zum Verhältnis so passen. Und das ist auf engem Raum, sage ich einmal. Die, was dir nachher sehen, die Krippe, die hat ja nur eine Tiefe von ca. 41 cm, mhm, und natürlich sollte man da eine bestimmte Tiefe bewirken. Mhm. Und das ist das Schwierige. Das fängt jetzt an beim Hausbauen selber, als bei den Bauernhäusern. Es fängt bei den Figuren, das muss genau abgestimmt, mhm, sein. Und natürlich auch bei der Hintergrundmalerei, dass man natürlich eine bestimmte Tiefe erreicht. Es ist schwierig, aber macht viel Spaß. Der Krippenvirus, der Krippenbauervirus, hast du denn das ganze Jahr oder hättest du speziell gerade auf Weihnachten? Nein, das ganze Jahr. Ich habe Zeit, ich bin in Pension. Ja, wenn ich Lust und Liebe habe. Die Frau schimpft eh schon, du hast bloß noch Krippe im Kopf, bloß noch Krippe im Kopf. Dann sage ich, bitte, ich brauche etwas. Wäre dir lieber, wenn ich nur woanders hocke oder lieber da, ja, schon lieber Krippe bauen. Also, mittlerweile freut sie sich selber. Sie hat ja an und für sich zu dem Ganzen auch nie einen Bezug gehabt. Mhm. Weil bei ihnen daheim hat es halt ein kleines Krippel gegeben. Und Christbaum, wie es halt schon in der Familie üblich ist. Aber ihr gefällt es. Und mir auch. Neben den Krippenbauern früher hast du sehr viele Blumen gemalt, ja. Landschaften. Ja. Einen ganz tollen Hirten hast du bei dir in der Wohnung. Der Peter ist ein Hirt, also ein spielender Hirt, ja.
wenn ich ehrlich bin, ja, ich habe ein Jahr gehabt. Da waren nur Rosen im Kopf. Mhm. Warum? Kann ich kaum nicht erklären, weil mir jeder gefragt hat, ja, Toni, früher hast du Porträts gemalt, das hast du gemalt, Landschaftsbilder sehr viel. Ich sehe bloß noch Rosen und ich sehe, ja, vielleicht habe ich gerade einen St. Koller auf der Rosen. Keine Ahnung. Auf einmal nur Rosen. Und sicher, da habe ich ein paar Bilder. Na, passt. Danke für das nette Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude mit deinem Hobby, mit deiner Familie. Die Blumen, die du deiner Frau in beider Art und Weise schenken kannst? Ich muss das Bild mitgeben. Die Blumen selber kann er in die Hand drücken. Ja, du kannst deiner Frau Blumen schenken. Aber sie kommt trotzdem jetzt kurz. Sie kriegt Scherblümchen unter dem Jahr auch. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute, viel Gesundheit, damit du noch ganz viele Krippen malen kannst. Okay. Danke dir und schöne Weihnachten. Dir, Reinhard, auch. Frohe Weihnachten. Eigentlich am Areons-Team. Recht, recht frohe Weihnachten. Sollten wir uns nochmal sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vielleicht sehen wir uns wieder da vor Ort. Vielleicht habe ich ein anderes Hobby angefangen. Was ich kaum glaube, ich werde wahrscheinlich der Malerei und dem Krippenbau treu bleiben.